Es geht um die Nationalratswahl 2013 und um die Vorbereitung dieser Nationalratswahl. Im Zuge dieser Vorbereitung haben zwei ukrainische Oligarchen, einer davon ist einer der mächtigsten Oligarchen in der gesamten Ukraine, Interesse geäußert, sich ein österreichisches Nationalratsmandat zu kaufen. Soweit wir wissen, war es ihnen am Anfang relativ egal, von welcher Partei dieses Mandat ist. Es hat sich nur für die Oligarchen relativ schnell herausgestellt, dass das mit der FPÖ in jeder Hinsicht am allereinfachsten geht. Die ukrainischen Oligarchen wollten, dass Thomas Schellenbacher, ein freiheitlicher Funktionär aus Niederösterreich, der auch in Niederösterreich wohnhaft war, ein Nationalratsmandat über diesen Kauf bekommt. Sie waren am Anfang bereit, etwa 2 Millionen Euro auszugeben. Dafür kriegt man ganz bestimmte, eher unsichere Mandate. Wie Sie sehen werden, ist das bei der Freiheitlichen Partei etwas teurer. Diese Oligarchen haben wirtschaftliche Interessen in Österreich, wie zum Beispiel im Hotel Bannhans, aber auch in anderen weniger bekannten wirtschaftlichen Projekten. Eines der Objekte, das einem dieser Oligarchen gehört, befindet sich zum Beispiel in der Lichtenfelsgasse, direkt hinter dem Parlament. Schellenbacher hat eine lange Tradition von Geschäften mit Ukrainern und ukrainischen Oligarchen. Über zwei seiner Firmen, über die EBS GmbH und über die UVET GmbH. Ukrainische Oligarchen sagen, wir kaufen uns um 10 Millionen ein Nationalratsmandat. Über ein Wiener Bordell stellen sie Kontakte zu führenden Funktionären der Freiheitlichen Partei her. Dann treffen sie sich in der Kanzlei eines freiheitlichen Nationalratsabgeordneten. Dort wird der Deal perfekt gemacht. Dann kommt es zu ersten Zahlungen. Plötzlich steht der Begünstigte, der Herr Schellenbacher, auf der Nationalratswahlliste. Dann schafft das nicht direkt nach der Wahl in den Nationalrat. Dann wird die Liste so umgebaut durch Verzicht von 3 Abgeordneten, die gerade gewählt worden sind, dass der ukrainische 10-Millionen-Abgeordnete zum Zug kommt und dann sitzt er im Parlament, hält die schlechtesten Reden der Parlamentsgeschichte und dann dreht sich das Finanzkarussell weiter. Der Herr Ernst N. geht zur Staatsanwaltschaft, er bringt einen Zeugen mit, er bringt Dokumente mit, er kann Zahlungsflüsse belegen. Es ist alles wurscht, weil das in Österreich nicht strafbar ist. Und wissen Sie, was das bedeutet? Und ich ziehe daraus 2 Schlüsse. Erstens. In der FPÖ gilt auch bei Mandaten der Grundsatz, wer zahlt, schafft an. Und wer genug Geld hat, kann die Freiheitliche Partei kaufen. Entweder mandatsweise Stück für Stück oder gleich die ganze Partei. Da gibt es ja, wie wir seit Ibiza wissen, zahlreiche Möglichkeiten. Und Punkt 2, es ist nicht strafbar, weil die Republik Österreich und der Nationalrat es bis jetzt verabsäumt haben, den Mandatskauf als Straftatbestand ins Strafgesetzbuch einzuschreiben. Also gibt es auch für die Zukunft Persilscheine und die Freiheitliche Partei kann auch weiter einen Basar für Nationalratsmandate betreiben. Ich bin nur dafür, dass das öffentlich bekannt ist. Mich würde gern wissen, wem die Zukunft der FPÖ bei dieser Nationalratswahl möglicherweise verkauft worden ist. Ich würde gern wissen, ob auch künftige Mandate schon verkauft sind, ob die Partei schon wieder irgendwem aufgrund von Zuwendungen im Wort ist. Wem also die Freiheitliche Partei bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 gehört. Das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist aufgrund all dessen, was von Ibiza bis Schellenbacher passiert ist, von einem können wir ausgehen, die Freiheitliche Partei gehört allen, die ein Geld haben und einem mit Sicherheit nicht, nämlich dem Wähler der Republik Österreich. Punkt, fertig.